Endlich gibt es wieder Nachrichten rund um den Firmenlauf Oberhausen, und zwar sind es positive Nachrichten. Wir sind heute hier am wunderschönen Steigerhaus zur Staffelstabübergabe zwischen der Viaktiv und der EVO. Und was genau diese Staffelstabübergabe bedeutet, das zeigen wir euch gleich. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr den EVO-Firmenlauf Oberhausen präsentieren können. Gerade zu unseren Jubiläumsjahren, also 120 Jahre Stromversorgung in Oberhausen und 50 Jahre EVO AG, passt es, wo wir bisher noch keinerlei Events durchführen konnten, sondern jetzt quasi das erste Mal ein Event für Oberhausen und deren Bürgerinnen und Bürger bieten können. In 2019 waren wir schon mal dabei als Sponsor und auch mit einem Team aus unseren Mitarbeitern. Das war ein tolles Event und nicht nur für die Läufer, sondern auch für deren Familien, für Kolleginnen und Kollegen konnten wir einfach ein schönes Erlebnis schaffen. Ja, schön ist natürlich, dass wir nicht nur 3000 Läuferinnen und Läufern die Teilnahme ermöglichen können, sondern dass es auch bis zu 250 Oberhausener Unternehmen sind, die sich da präsentieren, die ihren Mitarbeitern Raum geben. Das ist gerade wichtig für uns. Wir sind nicht nur der örtliche Energieversorger, sondern wir wollen auch wirklich ein Teil der Stadt sein und so Angebote und Möglichkeiten bieten. Zu Beginn 2021 konnten wir noch gar nicht richtig einschätzen, ob in diesem Jahr überhaupt reale Läufe stattfinden können. Und genau deswegen haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr zu 100% auf digitale Läufe zu setzen. Über 800 Teilnehmer sind dazugekommen. Und ich glaube, einen ganz großen Erfolg können wir auch dem Thema Fahrradfahren zuschreiben, denn das ist in diesem Jahr dazugekommen. Und mit jedem, dem ich spreche, der findet diese Erweiterung einfach toll und freut sich jetzt schon darauf, wenn die nächsten digitalen Läufe starten. Passend zur Staffelstabübergabe wünschen wir der EVO natürlich ganz viel Erfolg bei der Veranstaltung. Und wie es so ist beim Staffelstab, kann man auch bei der Veranstaltung die digitalen Läufe mit den realen Läufen verbinden. Also am besten jetzt noch für beide Läufe anmelden. Ja, ihr habt's gehört. Tolle Neuigkeiten rund um den EVO-Firmenlauf Oberhausen. Und jetzt heißt es für euch nur noch anmelden, anmelden, anmelden. Der Lauf startet am 2. September und die Anmeldung ist ab heute geöffnet. Trommelt euer Team zusammen und gebt Gas beim EVO-Firmenlauf 2021. Viel Spaß!